Liebe Moshpit Army, hier ist euer Kario. Ich begrüße euch recht herzlich auf dem YouTube-Channel von Moshpit Passion. Diese Ausgabe hier, die ihr jetzt gerade schaut, behandelt so das Jahr 2019. Ist eine Art Weihnachts-Special, Silvester-Special, wie immer man das auch nennen will. Ich möchte einfach nur noch mal hier meinen großen Dank zum Ausdruck bringen. Das geht einem natürlich unseren Abonnenten, die Leute, die fleißig kommentieren, die halt echt der Moshpit Army angehören. Dann natürlich unsere ganzen Medienpartner, sei es Bands, Labels, Promofirmen etc. pp. Vielen lieben Dank für ein super 2019. Es hat mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich möchte gleich am Anfang vorweg einfach mal so ein bisschen erzählen, was so unsere Highlights war. Bevor ich es vergesse, natürlich auch großen Dank an unsere Moshpit Passion Redaktion, die für euch immer fleißig die neuesten News-Beiträge, Konzertreviews und sonstiges auf unserer Website www.moshpitpassion.de veröffentlichen. Fangen wir einfach mal an mit der größten Erneuerung. Und zwar gibt es seit dem Frühjahr Moshpit Passion als gedruckte Zeitung. Am 17. Januar, ganz wichtig, erscheint die neue Ausgabe mit Sepultura als Frontcover. Und ihr könnt jetzt das neue Magazin pre-ordern. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Mehr möchte ich nicht dazu sagen. Das soll noch so ein großes, ja, sagen wir mal, eine kleine Überraschung werden. Aber ich kann schon mal sagen, Sepultura werden auf dem Frontcover sein. 17. Januar, jetzt pre-ordern. Pre-orders sind online, würde mich sehr, sehr freuen. Kostet nur 2 Euro. Ja, machen wir direkt weiter. Was war noch 2019? Oder was kann man noch als Highlight verbuchen? Da hätten wir zum Beispiel, ja, diesen YouTube-Channel, den es ohne euch so nicht geben würde. Wir haben viele tolle Interviews geführt mit Anthrax, mit Megadeth, Sabaton, Ginger, Soilwork und ganz vielen weiteren tollen, großartigen Bands. Das sieht man auch an den Klicks, das habt ihr sehr gut aufgenommen, das hat euch gefallen, auch die Kommentare, immer vielen lieben Dank dafür, wenn euch, ja, wenn ihr euch hinsetzt, wenn euch mit den Videos auseinandersetzt, diese kommentiert. Schreibt uns doch einfach in die Kommentare, welche Bands sollen wir eigentlich in Zukunft behandeln, mit ja, wen sollen wir eigentlich ein Interview führen, habt ihr vielleicht da jemanden im Sinn, lasst es uns wissen, wir versuchen das zu arrangieren. Es kommen ja ganz viele neue Releases raus, aber da gibt es später noch, ja, einen Ausblick in 2020, was uns da erwarten wird. Genau. Dann eine Neuerung auf unserem YouTube-Channel, was wir so im Herbst eingeführt haben, und zwar, dass wir Label-Reports machen. Und alle da draußen, die ein Label kennen oder selber ein Label ja, leiten, kontaktiert uns. Wir setzen uns mit euch, ja, mehr oder weniger in Kontakt, führen ein Interview. Wir haben einige zum Beispiel gemacht mit Doc Gator Records aus der Schweiz, die da ein tolles Netzwerk sich aufgebaut haben. Dann haben wir Roll the Bones Records aus Essen, der Gregor, sein Label mit sehr, sehr tollen Veröffentlichungen dort. Oder auch For Those Who Chose to Pose, Jörg Müller, das Label, hauptsächlich spezialisiert auf Vinyl, immer tolle Releases. Und noch ein ja, Special, was noch kommen wird, mit den Truck Fighters. Die Leute unter euch, die so Stoner Doom mögen, mit denen haben wir uns auch unterhalten über ihr Label Fazurama Records. Kommt auch noch sehr, sehr bald, oder vielleicht ist es schon online, ich weiß nicht, wie lange ich brauche, um das Video hier zu schneiden. Dann wird das auch online sein. Und zu guter Letzt, für alle, die halt diesen Stoner Desert Rock Kram mögen, da haben wir noch ein Special gemacht mit Heavy Psych Sounds Records dieses Jahr, die uns da ein tolles Paket zur Verfügung geschenkt, ja, geschenkt, tolles Paket zur Verfügung gestellt haben, was wir auch unter anderem hier so ein paar Teile daraus verlost haben. Mega, mega geil. Und ja, das zeigt uns auch, ihr wollt es sehen. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit, Leute zu supporten, Bands zu supporten. Das ist auch, was Moshpit Passion ausmacht. Ja, das ist halt echt der harte Kern. Die Leute, die noch wirklich Musik lieben, die zu Shows gehen, die Alben kaufen. Und das wollen wir halt hier verkörpern, egal ob wir noch online sehen, in der Zeitung oder auf unserem YouTube-Channel. Darum geht's hier. Einige Kollegen haben dann ein großes Jahresspecial schon rausgebracht, und worauf ich mich fokussieren möchte, hier sind einmal die Alben 2019. Welche solltet ihr euch definitiv anhören oder kaufen, besitzen, wie auch immer. Das sind persönliche Empfehlungen, wo ich sage, wow, die habe ich durchgängig gehört, die sind toll, die sind klasse. Dann wird das nächste sein,
dass ich so ein Unboxing hier mache. Und zwar so Bands, die veröffentlichen auch immer irgendwelche Special Editions. Und da sind dieses Jahr auch viele tolle Sachen rausgekommen. Die möchte ich hier nochmal so, ja, zeigen. Dann haben wir hier noch ja, das Thema Vinyl. Ich war ja im November in Utrecht und da ist der Crate Digger in mir hochgekommen. Das habt ihr auch sehr, sehr positiv aufgenommen. Ich dachte mir, okay, ich mache hier nochmal so ein kleines Special im Video, so die Vinyl-Veröffentlichungen, die 2019 erschienen sind, die so einen kleinen Sammlerwert haben, wieso und warum ich mir die gerade geholt habe. Das werde ich auch nochmal so hier behandeln. Und zu guter Letzt natürlich das Jahr 2020. Was erwartet uns? Was ist hier schon geplant? Wer oder wie oder was oder weshalb? Da gibt es nochmal eine kleine Übersicht. Kommen wir zur ersten Rubrik, und zwar die Alben 2019. Das ist eine richtig große Rubrik hier in der Sendung heute, aber dieses Jahr sind auch coole Alben rausgekommen. Wir wollen es nicht unnötig aufblähen, das Video. Und zwar, ja, wollen wir direkt starten. Also nicht wundern, ich erkläre es anhand von Schallplatten und wünsche euch jetzt damit viel Spaß. Dann wollen wir gleich mal anfangen mit der ersten Platte, und zwar Ginger. Die haben Anfang 2019 auf jeden Fall ihre EP Micro auf den Markt gebracht. Sensationell, sind 5 Tracks nur, hart, kompakt auf den Punkt gebracht. Und das ist, wo ich sage, genau so muss es halt sein. War ein großer Karriereschritt auch für die Band. Und ja, gefällt mir persönlich daher der erste Pick als eines der besten Alben 2019. Ja, dann überraschten die Sludge-Rocker von Torch mit ihrer Platte Admission. Der gleichnamige Titeltrack Admission, einer der geilsten Songs 2019. Wer halt auf den Sound steht, so Nirvana, Mudhoney, die Richtung, ja, denen werden bestimmt auch Torch zu sagen, ist rausgekommen über Relapse Records. Admission heißt das gute Stück, definitiv auschecken, die gleichnamige Single, eine der geilsten Songs 2019. Ja, dann über For Those Who Chose to Pose erschienen, und zwar hier die Hellboys, der neue Platte, die ist im Oktober, glaube ich, rausgekommen mit Save Your Souls For Us, muss man eben kurz nachschauen, ja, Save Your Souls For Us. Grandioser Rock, also wer so ein bisschen auf The Hives steht, so Kick-Ass Rock'n'Roll kann man es am besten sagen, der wird hier mit den Hellboys, der wird damit rundum glücklich sein, auschecken, erschienen über For Those Who Chose to Pose, und das gute Stück wurde auch abgeloadet auf diversen Streaming-Plattformen, ohne dir jetzt große Werbung zu geben. Stichpunkt Werbung geben möchte ich definitiv Soilwork mit ihrer Platte Verhöcklingen. Oh, kann ich nicht richtig aussprechen. Egal, auch eine grandiose Scheibe, zu Recht auch vertreten. Ja, Melo Death aus Skandinavien. Super Platte, wie ich finde. Abwechslungsreich, hart, kompromisslos, aber immer noch hörbar. Das ist das Tolle, was ich hier so faszinierend finde, daher auch bei uns vertreten. Dann nochmal Ginger mit ihrer aktuellen Platte Macro. Ja, ist das Ganze nochmal in groß. Ist im, ja, glaube ich, Oktober auch erschienen. Grandios, nochmal ein Stück härter als die EP, wie ich finde. Gibt es nichts groß zu meckern. Auch zu Recht bei uns hier vertreten. Bei den besten Alben 2019. Dann schwenken wir mal kurz hier so in den Bereich Hardcore mit Dagger Threat. Und zwar ist deren Debüt erschienen über BDHW Records. Gestaltzerfall nennt sich das Ganze. Auch ein super Album, sozialkritisch. Handelt auch von Themen, so von, ja, soll ich das sagen, vom alltäglichen Leben. Sowas mag ich halt, solche Lyrics, die halt den Alltag repräsentieren. Erschienen über BDHW. Kam ja früher raus, super geiler Hardcore. Vermischen viele Sachen so mit Metal. Diesen Einschlag, den mag ich halt sehr immer im Hardcore-Bereich hier. Sehr, sehr gelungen, auch zu Recht vertreten bei uns in den Top-Alben 2019. Dann eine große Überraschung aus dem Bereich Punk mit Bad Religion.
Und zwar ist das hier die Platte Age of Unreason. Oh, grandiose Songs sind hier drauf. Also Chaos from Within, direkt der Kickoff-Song ist grandios. My Sanity, Do the Paranoid Style, The Approach, Lose Your Head. Ich könnte die ganze Tracklist jetzt einfach hier runter raspeln. Also definitiv eines der Alben. Das macht man an, das hört man runter, das geht ab, das hat seine Höhen, das hat seine Tiefen, also songtechnisch, lyrisch besser gesagt, seine Tiefen, super produziert, es ist einfach geil. Eines der stärksten Alben, die 2019 auf dem Markt erschienen sind. Auschecken, Freunde. Ja, kommen wir zu Slipknot. Die haben auch wieder ein kontroverses Album rausgehauen. Viele sagten, oh nee, das ist mir hier zu poppig, zu sehr Stone Sour. Ich finde aber, es ist eines der stärksten Slipknot-Alben, die je erschienen sind. Wegen seiner Gesamtheit. Das Konzept ist für mich sehr, sehr stimmig. Was ich halt gut finde, sind sehr, sehr viele elektronische Elemente drin. So sieht das halt Sid und Craig. Die konnten sich da sehr, sehr, sehr austoben. Das sind halt die Sampler und DJs innerhalb der Band. Und ja, auch tolle Songs drauf, wie zum Beispiel Unsated oder Birth of the Cruel. Kommen nächstes Jahr auf Tour 2020, Februar und im August. Ich bin mal gespannt, wie sich das anhören wird. Dann, ja, hier Korn. Auch eine grandiose Scheibe, The Nothing. Die Produktion, muss ich sagen, die knallt für mich jetzt nicht so wie beim Vorgänger. Aber es sind saugeile Songs drauf, gibt es nichts auszusetzen, außer halt bei You'll Never Find Me. Wer das Video zu dem Album gesehen hat, kennt da meine Kritik dran. Ja, auch zum Beispiel vertreten als der besten Alben 2019, genauso wie Hell Yeah, das letzte Album mit Vinnie Paul. Seine letzten Drumspuren sind hier drauf, bevor er leider unglücklicherweise verstorben ist. Album kam Ende September raus, grandiose Songs wie der Titeltrack Track Welcome Home oder Free Free Free, Bury You Perfect, so viele starke Songs drauf, auch eines der Highlights 2019. Dann etwas, ja, das mir die gute Tosca von Oktober Promotion empfohlen hat, ich soll einfach mal reinhören, eine Review zu machen, und zwar sind das Swimmers mit Berkeleys on Fire. Ich habe nichts erwartet, mach das Ding an. Ich dachte so, ey, krasses Teil. Das Ding habe ich Ende Januar zugespielt bekommen. Und das Album ist so seit langem wieder so im Bereich Indie-Rock-Pop, wo ich sage so, das fesselt mich so wie damals Bombay Bicycle Club oder Bonaparte. Halt, wer so auf diesen Sound steht, der wird hier mit echt glücklich werden. Einfach geile Scheibe, geile Jungs. Super Album ist das. Ist die zweite. Und ja, super Songs wie zum Beispiel Lose, 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 April in Houston, Trashback Baby, Too Much Coffee, Berkeley's on Fire, Lonely Ghost. Also auch ein Album, was man echt auflegen kann, durchhören und man ist rundum sorglos glücklich sozusagen. Starke Platte, auschecken, Freunde. Ja, dann nach 13 Jahren Abstinenz, wie soll es auch anders sein? Tool, Progressive, Rock, Metal. Der Champions League, anders kann man es nicht sagen. Schöne Platte, das ist hier leider nur eine Bootleg-Pressung, für die sich jetzt wundern, so, warum ist das auf Vinyl raus? Gibt es einfach nichts groß zu sagen, ne? Also, wer Tool kennt, weiß, was er bekommt, in Premium, zu Recht vertreten. Auch ein Album, das letzte hier in der Runde, was mich überrascht hat, ist Life of Agony mit The Sound of Scars, die Fortsetzung zu River Runs Red, und ich muss glaube ich, und ehrlich gestehen, das ist, glaube ich, so die einzige Band, die ihr Hit-Album genommen hat, eine Fortsetzung davon schreibt und was auch wirklich gelungen ist. So, das weiß ich nicht, wie viele Bands das überhaupt schaffen. Life of Agony, die haben es geschafft und so viele geile Tracks sind hier drauf. Hut ab, ich habe sie live gesehen, jetzt im Herbst auch geil einfach, die Songs, die knallen, kommen nächstes Jahr auf Tour mit Static X zusammen im August. Spielen unter anderem in der Kölner Essigfabrik. Einfach geil. Jetzt seid ihr wieder gefragt, schreibt uns in die Kommentare, welche Alben waren dieses Jahr eure Highlights, würde mich sehr interessieren. Und wir sehen uns gleich wieder. Wer genau mitgezählt hat, es sind 13 Platten geworden. Wir wollten doch dann nicht irgendwie Top 5 oder Top 10 nehmen. Ja, auf den einfachen Grund, es sind einfach zu viele gute Platten dabei. Natürlich waren welche noch so, ja, kann man mit reinnehmen oder nicht. Ist halt immer so eine Sache, aber das sind halt echt so die Top-Alben, so da gibt es nichts dran zu mäkeln, beziehungsweise relativ wenig. Daher diese 13
ja, bei uns hier in der Auflistung drin. Ich möchte zur nächsten Rubrik übergehen und zwar, sagen wir mal, das Thema ja, Packaging. Ja, das ist ja auch immer etwas Besonderes, wenn man in der heutigen Zeit sich Alben holt. Einige Labels, wie zum Beispiel, ja, möchte ich jetzt nicht unbedingt Werbung machen, aber größere Metal-Labels, die machen das halt so, die geben halt etwas Besonderes hinzu, machen so eine schöne Box oder irgendwas Limitiertes, finde ich persönlich immer sehr, sehr stark. Und ja, in der nächsten Rubrik möchte ich euch die Top, sagen wir mal, Limited Editions und Boxen 2019 vorstellen. Viel Spaß! Kommen wir auch nun zu den Top 3 Boxen, die mich dieses Jahr überzeugt haben. Starten möchte ich mit einer Band, ja, da dachte man, die sind tot, die bringen überhaupt kein Album mehr raus, aber wie nennt man das so schön, totgeglaubte leben dann doch länger. Und zwar sind das Possessed. Ja, die gibt es wieder, beziehungsweise waren die eigentlich jemals weg? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also die haben in den letzten Jahren immer mal wieder Shows gespielt, aber dieses Jahr war es dann soweit und die haben dann unter anderem diese geile Box hier rausgebracht. Und zwar ist es so ein Vinyl-Special-Ding, kam über Nuclear Blast raus. Das Coole ist halt, die liefen auf dem Rockhard Festival einfach mitten in der Menge, liefen wieder rum und ja, ich habe mir das schicke Teil mal direkt signieren lassen. Jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze hier so aufgebaut ist. Also ist hier einfach so der Karton, ist einfach nichts Besonderes. Dann haben wir ein riesiges Booklet. Da sind einfach ganz normal die Lyrics drin, also wer die CD-Version hat, das ist das Ganze nochmal hier in groß. Finde ich einfach stark gemacht, habe ich auch noch unterschreiben lassen. Das ist halt immer so eine schöne Präsentationsfläche, kann man sich auch hier so einfach schick ins Regal stellen. Sieht einfach top und schnieke aus. Ja, dann kommen wir zum Inhalt der Box. Ups. Und zwar haben wir hier drei Schallplatten, ja. Da habe ich mal die Designs. Das sind richtig geile Motive, geile Artworks. Ich zeig das mal so ein bisschen näher. Kann man das sehen? Einmal. Zweimal. Und dreimal. Und auf der Rückseite jeweils. So ein geiler UV-Lack. Spiegel, was man hier so ein bisschen. Da kann man es sehr gut sehen. Da. Finde ich immer sehr, sehr geil und hochwertig. Und natürlich für die Vinyl-Junkies unter euch, guckt euch mal diese geile Farbe an. Splatter. Hat tatsächlich 66,66 € gekostet. Wenn mich nicht alles täuscht, ist die Box sogar auf 666 Stück limitiert. Und ja, da haben wir nochmal das Album. Eine Live-CD und eine Live-DVD ist auch sogar hier drin. Ja, Preis-Leistung kann man machen, ne? Also kriegst ja drei Schallplatten, Triple Vinyl, hast dann nochmal eine DVD mit einem Live-Mitschnitt dazu, die Live-CD und dann nochmal das Album. Ist ein super schönes Packaging, wie ich finde. Was man da berücksichtigen muss, natürlich UV-Lack, das ist nochmal teuer. Dann das große Booklet kommt auch noch hinzu und dann halt diese geile Verpackung auch nochmal hier schön glitzern. Und ja, dann kommt man halt dementsprechend auf so einen Preis, der halt noch bezahlbar ist. Wenn man sich jetzt anguckt, auf Discogs oder so, ja, die Preise berechnet werden, das ist Wahnsinn. Machen wir mal weiter mit den Schweden Skräck Ödlen. Auch eine sehr schöne Vinylbox oder Specialbox, kam über Fasurama Records raus. Irop, also Erde nennt sich die Platte. Oh, ich weiß gar nicht, wie viel es hiervon gibt. 200, 150. Auf jeden Fall haben die also so einen geilen Schuber. Und haben dann Doppelvinyl veröffentlicht. Und das eine nennt sich Europe Above und das andere Europe Below. Und
Und ja, da haben die halt sehr, sehr viele Features reingehauen. Also ich muss mal gucken, ob hier welche noch drin sind. Ja, also fangen wir mal an. Erstmal mit den Features. Erstmal Sticker hier, so ein... Nee, ist kein Sticker, ist so ein Lesezeichen für ein Buch. Ein paar Aufkleber, Wapper. Dann Poster, die falte ich jetzt mal hier nicht aus. Drei Stück von einem Artwork. Sehr, sehr geil. Also ist halt mal so ein nettes Fan-Gimmick, wie ich finde. Tue ich das mal dahin. Dann Plektrum. Auch immer ein sehr, sehr geiles und nettes Gimmick. Ein Patch. Eine geile Form. Ja, da ist das so ein kleines Buch, also es ist ein Konzeptalbum, darum geht es halt über einen Reisenden. Und das ist quasi so, dass das, nennt man das, ein Passport, Reisebericht. Einfach geil gemacht, wie ich finde. Und nochmal hier zwei Poster, also fünf Poster insgesamt. Kriegst ein paar Gitarrenpicks, ein Bapper und hier so ein Aufnäher und, also viele Features. Dann das Vinyl. Einmal blau. Ich glaube, das andere, das ist gelb, die andere Vinyl. Ja, natürlich kann man sich jetzt fragen, warum muss man hier zweimal ein Double Gatefold machen? Reicht das auch nicht irgendwie so ein Double Gatefold? Aber es ist halt eine Luxusversion. Da hat die Band sich gedacht, komm, wir hauen einfach mal hier eine raus. Ja, komm, hier die zweite Vinyl. Gelblich, beige. Und ja, das ist aber auch so eine Überraschung generell in Skandinavien, so in einer alternativen Musikszene. Ich glaube, das Ding ist auch relativ hoch gestartet in Schweden. Und die ganzen Shows, die sie dort gezockt haben in Skandinavien, waren gut besucht, teilweise sogar ausverkauft. Ich bin mal gespannt, wann die Herren nach Deutschland kommen werden. Sache ist natürlich bei denen, also bei deren Musik, das ist alles natürlich auf Schwedisch. Also gibt es keine englischen oder deutschen Titel. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Geiles Set, wie ich persönlich finde. Und ja, kommen wir nun auch zur letzten Box. Und zwar sind das die Herrschaften von Black Vulpine. Wer kennt sie? Einfach in die Kommentare schreiben. Und zwar machen die so Stoner, Doom und kommen aus Dortmund. Und die haben auch eine Box veröffentlicht dieses Jahr. Gibt nur 100 Stück davon. Und ja, als Fan der Band war natürlich für mich klar supporten. Und auch, was die halt hier alles reingepackt haben, das ist einfach Wahnsinn. Und ich weiß gar nicht, wie teuer die Box war und es überhaupt noch welche gibt. Einfach mal bei, hier ist das Label Moment of Collapse Records, vorbeischauen oder die Band anschreiben. Fangen wir mal einfach an mit einem Siebdruck. Hier nochmal das Albumcover gedruckt. Dann haben wir ein Poster. Das ist kein Papierposter, schon eher Pappe. Und das Ding, das ist riesig. Kann ich euch sagen. Oh. Das zeige ich euch mal. Hier nochmal das Poster. Das ist sehr, sehr hochwertig. Aber man kriegt es gar nicht geklappt. Ne? Also ihr seht es hier. Ja, da bleibt so ein bisschen was über. Da liegt halt an der Qualität. Sehr, sehr hochwertiges Papier. Machen wir mal weiter. Dann haben wir hier was zum Anstecken. Einen kleinen Anstecker. Man kann das hier sehen. Black Vulpine für die Kutte. Stichpunkt Kutte. Ein Aufnäher. Das ist mal geil. Aufnäher hier drin. Dann natürlich Sticker. Dürfen natürlich irgendwie nicht fehlen. Dann gibt es nochmal hier so ein Buch zu einem der Musikvideos, und zwar Minotaur.
sehr, sehr geil. Ich muss auch sagen, schaut euch mal das Video an. Das ist so ein Mix aus Marilyn Manson und Tool. Also bei Tool ist halt die Sache, also dieser Schism-Song, das sind halt diese Figuren, denen wachsen halt so rote, ich weiß nicht, so Äderchen aus dem Kopf raus. Und hier auch in dem Musikvideo ist halt die Farbe rot und halt diese Verästelung von Zweigen, die steht da sehr, sehr prägnant im Vordergrund. Hier kann man das ganz gut sehen. Ich hoffe, die Kamera stellt hier scharf. Da, so, man hat halt immer diese roten Elemente. Und das Video ist, finde ich, so von der Surrealität so an Manson und Tool angelehnt. Finde ich sehr, sehr geil. Und ach, guck mal, das ist so ein Doppel-Booklet. Und auf der anderen Seite haben wir hier Limbus. Das ist der erste Song. Da sind also so Screens drin aus dem Musikvideo. Finde ich sehr, sehr geil und gelungen. Ja. Schaut einfach mal auf YouTube. Super starke Musikvideos. Ist eine relativ kleine Band und dafür hauen die aber ordentlich hier einen raus. Ja, hier haben wir nochmal zwei größere Sticker. Dann haben wir hier noch einmal eine schöne EP. Sieht gut aus, ne? Und zwar ist das die. Weiß ich nicht, wie die heißt. Gibt es da einen Namen zu der EP? Auf jeden Fall, die gibt es mit in der Box, die EP. Natürlich dann das Album, weil Nebula, einmal auf CD, ich habe es nicht ausgepackt. Und dann als Vinyl. Und ich glaube, das ist sogar eine besondere Farbe, wenn mich das alles hier nicht täuscht. Ja. Das ist so gräulich, durchsichtig, Doppelvinyl. Gibt nur 100 Stück davon und die gibt es nur in der Box. Einfach mal auschecken. Die anderen Bands auch. Ja, wie immer, lasst uns einen Kommentar da. Was waren eure Favoriten, eure Boxen 2019? Und ich gebe wieder zurück. Ja, kommen wir zur letzten Rubrik und zwar das Jahr 2020, was erwartet uns? Fangen wir einfach mal an mit den Releases im Januar. Da hätten wir zum Beispiel Sepultura. Ja, ich weiß, sie sind bei uns auf dem Frontcover in der kommenden Zeitung, aber das berechtigt, weil die neue Platte, die ist einfach mega stark geworden, nennt sich Quadra, kommt am 7. Februar über Nuclear Blast raus. Die haben geile Packages wieder am Start, wo ich sage als Fan, ey, ich fühle mich einfach abgeholt, ja, von dem Label und von der Band als Beispiel. Die haben eine Banddokumentation vor 2 Jahren veröffentlicht, oder vor 1,5 Jahren. Auf jeden Fall gibt es die in einem E-Book zusammen, die DVD mit dem Album und eine Live-CD. Einfach geil. Gibt es bald Nuclear Blast online, glaube ich. Muss man ein bisschen Fremdwerbung zu machen. Ja, dann gibt es noch eine sehr, sehr interessante Vinyl. Ja, bei einem Merchandise, wie soll ich das sagen, bei einer Merchandise-Firma. Also, und es gibt ja zwei große, die eine ist mehr so auf Metal ausgelegt, die andere mehr so für Hardcore und Metalcore mit einem eigenen Festival. Ne, ich möchte den Namen jetzt so ungern aussprechen. Auf jeden Fall gibt es dort die Sepultura-Platte als eine Glow-in-the-Dark-Version auf 300 Stück limitiert. Und ich denke mir so, ey, einfach geil, so etwas Spezielles zu machen. Ja, wenn ihr Bock drauf habt und auf Vinylfarben steht, die etwas ausgefallener sind, einfach mal dort vorbeischauen. Und ja, Sepultura, eine der Highlights 2020 für mich persönlich. Ja, einfach stark. Dann hätten wir auch im Februar Creator, die veröffentlichen hier, ja, was ist das, eine Live-CD, DVD. Davon gibt es auch nochmal eine schöne Vinylbox. Ja, einfach mal auschecken. Das ist der Live-Mitschnitt von der letzten Tour, wo ich auch war. Es gibt verschiedene Bundles auch, wieder sehr, sehr fanfreundlich gehalten, wie ich finde. Das ist so ein Live-Release, wo ich sage, ja, das sollte man sich mal definitiv hier anhören und auschecken. Und dann gibt es noch was Besonderes für die Stoner Doom-Fans unter euch, und zwar die Band Grin. Hinter Grin steckt ein Ehepaar. Die kommen aus Berlin, ja, auch eine andere Band, eine Hauptband, aber darum soll es nicht gehen. Es geht halt um Grin. Die Platte, die ist einfach mega geil. Die kommt Anfang des Jahres raus. Super
krasser, böser Doom. Also sowas habe ich so selten gehört. Ich habe die erste Platte von denen auch hier, die war schon grandios. Die neue, die ist noch vielfältiger. Einfach ein starkes Stück. Einfach auschecken. Grin auf Facebook, Instagram etc. pp. Eine super starke Platte. Kommen wir direkt zu den Festivals 2020. Aktuell überstrahlt mehr oder weniger das Graspoppen Metal Meeting, irgendwie alles, was es so gibt. Die haben 4 krasse Headliner mit Aerosmith. Faith No More haben die da und Iron Maiden. Einfach wieder ein geiles Line-Up am Start. Die Bands, die kommen halt und pudeln in den nächsten Wochen, Monaten ein. Die sollte man im Auge behalten, wenn man drauf steht. Genauso wie das Wacken Open Air, wieder sehr breit gefächert, was sie dort alles anbieten. Darf man auch gespannt sein, wer oder was dann noch alles kommen wird. Das ist immer so ein Come Together. Diese beiden Festivals hier in Europa definitiv auschecken. Dann das Nord Open Air, eines meiner persönlichen Lieblingsfestivals. Ist umsonst und draußen, merkt euch das, immer im Juli hier in Essen bei uns. Da sind jetzt aktuell bestätigt Asphyx und Sick of It All. Geile Bands, wie ich finde. Endseeker aus Hamburg sind auch dabei, sind schon mal ordentliche Bands. Darf man auch gespannt sein, was da so im Frühjahr und im Sommer kommen wird. Und wir freuen uns sehr drauf. Konzerttechnisch geht 2020 auch einiges. Es kommen Iron Maiden auf Tour, Judas Priest, Kiss, den haben wir noch. Rammstein, die Tour ist wieder komplett ausverkauft. Die Jungs, das ist Wahnsinn mit der Bühnenshow, was sie da abzimmern. Einfach stark. Dann Anfang des Jahres Slipknot, die kommen im Februar, aber die haben nochmal Zusatztermine, kann man das sagen? Zusatztermine? Auf jeden Fall, die kommen im Sommer wieder und spielen unter anderem in Köln im Rhein-Energie-Stadion. Dort habe ich Konzerte gesehen, unter anderem die Ärzte. Einfach grandios, wie ich finde, dass die Band es wirklich geschafft hat, eine Stadionband zu werden. Ich weiß noch, in eines der Interviews von 2008, wo Sean Crahan gesagt hat, unser Ziel muss es sein, Slipknot so lange am Leben zu erhalten, beziehungsweise wir müssen uns hinterfragen, wie kann der nächste Schritt aussehen, und wir müssen uns hinterfragen, warum spielen wir eigentlich in einem Stadion. Und jetzt ist es echt so, 12 Jahre nach diesem Interview hat die Band es geschafft. Okay, die haben jetzt zwar jetzt 2019 im Sommer schon in Stadien hier in Deutschland gespielt, aber es ist einfach krass, ne, die Entwicklung, ne, auf dieser Sound, den die halt repräsentieren, diesen New-Metal-Sound, wo die ursprünglich herkommen. Einfach, das war ja auch irgendwie kein, das ist ein Genre, aber das war ja so eine Art Modebewegung, würde ich sagen. Das ist jetzt so keine richtige Szene gewesen, wenn man das irgendwie so aus dem Black Metal, aus dem Punk oder Hardcore irgendwie nimmt. Das war einfach nur so eine Bewegung, und die haben sich echt so weit etabliert, dass das eine Stadionband geworden ist. Einfach grandios, Korn genau dasselbe. Die haben in den letzten Jahren auch wieder deutlich an Popularität meiner Meinung nach zugenommen, spielen hier in den größten Arenen Deutschland, zumindest war es auf der letzten Tour so. Grandios, finde ich einfach super. Das sind so die großen, ja, Highlights für 2020. Das war's auch hier von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch gefällt hier so das ganze Ambiente, was wir hier aufgebaut haben. Soll immer so ein kleines Special hier werden. Also immer, wenn ihr das Studio seht, dann wisst ihr, wir behandeln hier eine kleine Show, ein kleines Thema, was wir hier gerne besprechen wollen. Jetzt ist eure Meinung gefragt. Schreibt es doch bitte in die Kommentare, was sind so eure Highlights für 2020, was habt ihr euch vorgenommen? Ganz wichtig, abonniert diesen Kanal, bestenfalls aktiviert noch die Glocke, folgt uns noch auf Facebook, Instagram und schaut auch mal online bei uns unter www.moshpitpassion.de. Schaut einfach mal vorbei, wir haben da verschiedene Interviews und Reviews auch nochmal für euch aufgelistet. Das war's von meiner Seite, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns auch im nächsten Jahr, bleibt sauber und bye.